Ich fühle mich so ziemlich. So, Priester ist down. Jetzt den Teufel erstmal hier wegmachen. Ihr habt geläutet. Okay, du hast nur einen Feuerball. Das wäre jetzt nicht so praktisch. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Endlich! Simeon ist tot. Sein Herr hat verloren. Urgothos wird sich an den Seelen derer laben, die Verrat an mir begingen. Meine Rache ist vollendet. Was geschah mit Simeon vor dem Kampf? Es schien, dass er kräftig gleich den euren hatte. Ihr habt euer Ziel erreicht. Was gedenkt ihr nun zu tun? Jetzt könnt ihr das Böse ablegen, das von eurer Seele Besitz ergriffen hat. Nehmen wir das Erste. Soweit ich das verstehe, ist Simeon den gleichen finsteren Pakt eingegangen wie ich. Nur mit einem anderen Herrn. Einem Feind von Urgothos. Urgothos, wer ist das oder was? Urgothos ist ein Wesen jenseits unserer Welt. Wir interessieren ihn und ich interessiere mich für die Kraft, die er mir gewährt. Unser Pakt macht mich zu seinem Werkzeug. Ihr habt euer Ziel erreicht. Was gedenkt ihr nun zu tun? Ich weiß nicht viel mehr, als dass es Urgothos nach Blut dürstet. Ein Preis, den ich für meinen Rachefeldzug gerne zu zahlen bereit war. Auch euer Weg ist mit Blut getränkt. Vielleicht sollte ich euch weiter begleiten. Ja, jetzt, wo ich es ausspreche, stimmt Urgothos zu. Werdet ihr mich weiterhin an eurer Seite dulden? Ich wäre erfreut, euch weiterhin als Kampfgewehrten an meiner Seite zu wissen. Gut. Lasst uns von hier verschwinden. Über meine Zukunft mache ich mir später Gedanken. Nur nachdem ihr mit eurem nutzlosen Pakt fertig seid, warum schließt ihr euch nicht mir und den meinen an? Ich konnte einen Mann von eurer Statur mit eurem Können wohl gebrauchen. Ich werde es in Erwägung ziehen, Zwerg. Vollbrachte Taten. Dort Rachefälschung scheint zu Ende zu sein. Er hat Simeon, den letzten seiner Feinde, getötet. Simeon war wohl auch ein finsterer Streiter. Ohne seinen Rachedurst als Triebfeder scheint Dorn irgendwie verloren, ohne jeden Antrieb. Aber er hat zugestimmt, mich weiter zu begleiten. Damit ist Dorns Rache auch abgeschlossen. Wir können mal gucken, was hier so Schönes rumliegt. Worum geht es diesmal? Ein Elfenkettenhemd. Langschild, okay. Valorians Panzer. Würde es bei dir nur schlechter machen? Du kannst das Ding nicht mal tragen. Du auch nicht so wirklich. Träger ist immun gegen Gift. Bastardschwert. Gut, das Ding können wir dann wahrscheinlich verkaufen. Warte, was? Das mit dem Ding kann ich trotzdem zaubern? Kämpfer, Magier. Sie binden in keiner Weise, sind so leicht, dass auch Diebe und Kämpfer, Magier sie einsetzen können, ohne dass ihre Fähigkeiten nennenswert eingeschränkt werden. Sieht zwar ein bisschen seltsam aus, aber hey. Wieder um Verwundbarkeit. Das.
Okay, guck, da um Verwundbarkeit, hier hätte ich eigentlich gerne. Jo. Beherrschung und... Naja. Das war jetzt nicht so wichtig. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Verzog bis zum Tod. Achso, das waren die Abwehrarmschienen. Dann kriegt Nera die, weil die bringen mir nichts mehr. Die Rüstung und die Armschienen überschreiben sich gegenseitig. Gucken wir mal kurz hier rüber. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gehen wir noch mal kurz nach oben. Dass wir auch Ulgots Beard freischalten. Wo wir uns aber noch eine ganze Weile vom Fernhalten werden. Jae Kales? Vita Mortis. So einfach wie es bei mir aussehen mag. Worum geht es diesmal? Ich werde mich handumdrehen darum kümmern. Naja, stimmt. Hier oben im Norden ist auch noch ein Hof gewesen, den wir uns angucken können, bevor wir. Ich muss mich ausruhen. Eine Frau braucht ihren Schönheitsschlaf. Kegeln und Dorn sind die einzigen beiden, die noch nicht müde sind. Ich werde träge und brauche Ruhe. Also ja, mit unseren ganzen Buffs drauf war der Kampf eigentlich verdammt einfach, muss ich sagen. Da war der Kampf für Nera mit den roten Magiern um einiges anstrengender. So, wir haben alles erkundet, was wir erkunden können. Also gehen wir jetzt erstmal zu diesem Fischpappheimern zurück. Hand umdrehen, darum kümmern. Ganz ehrlich, verarschen lassen tue ich mich nicht. Und die meinen, sie können mich verarschen, diese Fischer hier. Ich will nur, dass dies alles bald ein Ende hat. Ihr schon wieder? Habt ihr es getan? Habt ihr die Schlampe getötet? Wir haben hiermit nichts mehr zu tun. Ich traue keinem von euch. Nein, wir haben sie noch nicht getötet. Sie ist mächtiger, als ihr gesagt hattet. Doch wenn ihr unseren Handel etwas versüßt... Diese Priesterin hatte viel über eure Gruppe zu erzählen. Sie weiß, dass wir euch geschickt haben. Verdammt, dafür wird sie uns alle töten. Schweig still, Temman. Ich habe euch vor ihrer Heimtücke gewahrt. Ihr seid auf ihre Lügen reingefallen, nicht wahr? Was hat sie euch erzählt? Dass wir eine Schale gestohlen haben oder sowas ähnliches? Und selbst wenn, wäre das ein Rache, eine Rechtfertigung für
uns deswegen zu töten? Wohl kaum. Wie ich vorhin schon sagte, wir sind arme Fischersleute, aber wir könnten euch nochmal unsere Goldmützen drauflegen, wenn ihr eure Entscheidung vielleicht noch einmal überdenkt. Nach nochmaliger reichlicher Überlegung haben wir beschlossen, euer Angebot anzunehmen. Das Mädchen hat erzählt, dass sie ihre Mutter getötet und viel zu viel aus dem Meer genommen hat. Ich lasse mich nicht gern benutzen, sondern es macht mich wütend. Ich bekomme von euch keine ehrliche Antwort. Wir sind fertig. Es macht mich wütend. Es macht es wirklich. Was wäre es da? Das Spiel ist aus, stimmt's? Die Priesterin der königlichen Schlampe kassiert seit Jahren unseren Tribut. Sie hat immer höhere Preise verlangt. Wir mussten blechen, weil es nichts anderes übrig blieb. Man muss aber die friedlich stimmen, sonst kann man nicht segeln. Der Talos-Priester in Baldur's Tor sagte, nur so viel sei gesagt, wir haben eine andere Möglichkeit gefunden, uns Sicherheit auf See zu verschaffen. Dabei haben wir auch an euch gedacht, denn wir wollten uns zu gerne ein wenig bei euch revanchieren. Wir sind nun alle kleine Bauern auf einem großen Schachbrett der Götter. Pass auf, wo ihr in Zukunft hintretet, sonst landet ihr noch in einem gewaltigen Fettnäpfchen. Gib mir die Schale, Sommer. Ein zweites Mal werde ich nicht so freundlich fragen. Dann wäre uns wohl keine andere Wahl. Ich hatte sie die ganze Zeit bei mir. Wir hielten es für das Sicherste. Nehmt sie, doch wisst, dass der Gott der Stürme weiß, wer sich ihm entgegenstellt. Ihr habt bekommen, was ihr wollt, und nun verschwindet hier. Ich an eurer Stelle würde zusehen, dass ich keinem Talos-Schrein zu nahe trete. Sie sind ziemlich rachsüchtig, diese Götter. Die Fischer stehen unter der Gunst des Gottes Talos. Der ist verleiht. Dies verleiht Tenias Geschichten zusätzliches Gewicht, da Talos ein Gott der sinnlosen Zerstörung ist. In dieser Sache hat das Kind eindeutig Vorrang. Ich habe die Schale geborgen, nach der die Meereskönigin gesucht hat, was mir bei den Anhängern von Talos keine Gunst einbringt. Es wird aber auf jeden Fall die Freude wert sein, die das arme Kind haben wird. Naja, als ob uns das Kind jetzt so viel interessiert. Aber mit welchem Gott wir uns es verscherzen, ist dann die andere Sache. Ja, ich muss erst noch auf Reisen klicken. So, da geht es mal wieder ab nach da oben. Safana ist natürlich am schnellsten. Ja? Ich hab keinen Bock zu reden, Sänger der Nacht. Gebt mir Kraft. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr kehrt zurück. Ich hoffe, ihr bringt gute Neuigkeiten. Hier ist die Schale, die eurer Mutter entwendet wurde. Vielleicht kommt ihr jetzt zur Ruhe. Wir haben die Schale noch nicht bekommen und es auch Sommer noch nicht vorgeknöpft. Wir sind zurückgekommen, um zu beenden, was wir begonnen haben. Aber bösen Taten müssen ein Ende finden. Hier ist die Schale. Amelie ist jetzt eure Mutter und hochzufrieden. Zur gegebenen Zeit wird sie mit solcher Schar abrechnen. Nach ihrem Scheitern wird Talos ihnen mit Sicherheit nicht länger beistehen. Wenn sie klug sind und ihnen ihr nichtswürdiges Leben lieb ist, werden sie es unterlassen, je wieder in See zu stechen. Ich habe nichts, was ich euch als Belohnung geben könnte, doch die Königin der Meere vergisst niemals ihren erwiesenen Dienst. Ihr werdet noch einen Lohn erhalten, wenn die Zeit reif ist. Ja. Mir wurde für mein Wirken bei der Bezwingung der Talos-währenden Fische eine Belohnung versprochen. Seltsamerweise habe ich jedoch nicht das Gefühl, einem Kind geholfen zu haben, sondern eher die Schachfigur einer Rachegöttin zu sein. Mit einer Gottheit ist nicht zu spaßen, sie zahlt es einem doppelt heim. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Für euch tue ich, wenn das euer Wunsch ist. Dann gucken wir einfach mal, was sie noch so mit sie hier in ihrer Hütte hat. In der sie sich eingenistet hatte. Bisschen Geld und ein paar Edelsteinchen. Ja? Oh, ich habe da noch was Unidentifiziertes.
Goldriemen von Urnst. Du trägst schon einen Gürtel, du trägst schon einen Gürtel. Du trägst noch keinen, du trägst auch noch keinen. Ah, Dorn könnte den kriegen.